Worum geht es denn eigentlich beim Sammeln? Ist das das Haben oder das Entdecken? Oder was ist der Reiz dran? Also ich würde sagen, das Haben. Dass man halt die Sammlung hat oder erweitert. Aha. Aber grundsätzlich brauchst du die Leidenschaft dafür. Ich habe das nicht geschenkt gekriegt oder nicht gehabt. Ich muss mir das da arbeiten. Es waren auch schon Leute, die gesagt haben, Mensch, verkaufst mir einen drum, genau der feiert man noch. Dann sage ich, es tut mir wahnsinnig leid, was einmal in dem Haus ist, kommt nie wieder raus. Ja. Das ist so. Das ist der Sterbebildergang. Aha. Da haben alle Sterbebilder in die Kästen. Ja. Und sortiert. Wie viele hast du? Knapp 50.000. 50.000? Ja, ja. Das älteste ist von 1805 bis heute natürlich. Ja. Also ich sammle jetzt weiterhin für heute natürlich am liebsten von der Umgebung oder von unserer Gemeinde. Ja. Aber natürlich gibt es auch besondere Sterbebilder. Von Prominente oder von Schauspielern. Man sagt dann Sedlmayr, ja. Die Bruni Löbel. Ja, bist bei denen dann auf der Beerdigung gewesen? Nein, nicht wirklich. Nicht. Aber bei manchen ja. Aber es gibt halt eben einen Sammlerkreis auch. Von Sterbebildern, die gängen auf Beerdigung und dann wird austauscht. Ja. Ja, also das gibt es durchaus. Aha. Toni Berger, Gustl Beyer haben wir, Hans Klarin, Niki Lauda. Das haben halt so einige Beispiele. Statt Autogrammkarten. Statt Autogrammkarten. Wir können gerne mal in einen Schubladen reinschauen, dass ihr mal seht. Ja, ob auch wirklich was drin ist. Ob wirklich was drin ist, weil da ist ja schon wirklich jeder gefüllt. Ach. Und ich habe es noch Jahre sortiert. Aha. Ja, ich raus von 1900. Den ersten. Der Johann Lutz, Fleischhauer, also Metzger, Hausbesitzer und Mitglied des Schützenvereins in Urfahr. Wenn ich am 20. Januar 1900 um 11:30 Uhr mittags nach kurzem Leiden selig im Herrn entschlafen ist. Ungewöhnlich, dass da die Uhrzeit draufsteht, gell? Das ist bei den noch älteren noch viel genauer. Aber sowas liest der heutzutage nicht mehr. Aber das ist eben das Interessante. Da kannst du wirklich hinsitzen und drin verlieren. Jetzt, wenn ich Sterbebilder kriege, dann sitze ich mir im Gang oder ich sitze mir in die Küche und dann schaue ich mir die alle durch. Dann lese ich mir die alle durch. Das ist. Kannst ein bisschen in dem sein Leben praktisch reinschauen. Ja. Ganz nachvollziehen kann ich es nicht, was der Reiz dran ist. Mehr der Reiz ist wahrscheinlich, viele sammeln nur Prominente. Ja. Ja. Die Frau, die hat einen König Ludwig. Und König Ludwig, seine Mutter. Sterbebeutel von König Ludwig? Ja. Ja, ja, ich habe als Kind am iPad. Keiner weiß es, aber ich bin die heimliche Tochter von König Ludwig. Und das da ist das Original Sterbebild. Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Das Größte aber unter diesen ist die Liebe. Genauso sieht es aus.